Hallo, schön, dass du da bist. In dem heutigen Video geht es um das Thema Erfolg. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was Erfolg für dich bedeutet und woran du merkst, dass du erfolgreich bist? Sicherlich bist du auch eine der Menschen, die erfolgreich sein wollen. Aber jeder hat ein eigenes Bild von Erfolg. Dieses Bild könnte sich auch im Laufe deines Lebens ändern. Als ich noch in der Schule war, bedeutete Erfolg für mich, dass ich gute Noten bekomme und bei wichtigen Prüfungen gute Ergebnisse erziele, damit ich letztendlich die Zulassung zu einem Studium erhalten kann. Als ich im ersten Jahr meines Studiums war, habe ich mich sehr bemüht, einen Praktikumsplatz zu bekommen. Als ich vor dem Abschluss meines Studiums stand, war ich so gestresst, denn ich musste meine Masterarbeit fertig schreiben und gleichzeitig nach einem Job schauen. Schließlich habe ich eine Arbeitsstelle bekommen, die meiner Qualifikation entspricht. Das war für mich Erfolg. Wenn ich jetzt zurückblicke, ist mir aufgefallen, dass ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht habe, was ich gerne machen würde, was mir wirklich Spaß macht und was meine Talente sind. Aufgewachsen in einer asiatischen Gesellschaft war ich immer davon überzeugt, dass eine gute Ausbildung und gute Leistungen der einzige Weg sind, nach oben zu kommen, also ein glückliches Leben zu haben. Geld verdienen ist wichtig, denn mit Geld kann man sich vieles kaufen und sich das Leben angenehmer machen. Aber Erfolg muss nicht immer bedeuten, dass du viel Geld hast. Denn was bringt dir das Geld, wenn du abends alleine bist und dich einsam fühlst? Es gibt zahlreiche Menschen, die dramatisch erfolgreich, aber nicht glücklich sind. Manche von ihnen nehmen sich sogar das Leben. Ich kenne einen Mann, der als Manager tätig war. Er musste sehr viel geschäftlich verreisen. Eines Tages hat er seinen Beruf aufgegeben und einen kleinen Waffelstand in der Stadt aufgemacht, denn er möchte mehr Zeit für seine Familie, für seine Kinder haben. Egal was du machst, dein Erfolg sollte dich glücklich machen. Schreib auf, was du gern tust und was dich glücklich machen würde. Es kann sein, dass du dir wünschst, in einem angesehenen Unternehmen zu arbeiten, ein Stipendium für ein Auslandsstudium zu bekommen, eine Windreise zu machen, deiner Leidenschaft nachzugehen oder ganz einfach den richtigen Lebenspartner zu finden und dann eine glückliche Familie zu haben. Im Moment möchte ich mich vor allem beruflich sowie persönlich weiterentwickeln und später mal etwas Bedeutendes für meine Mitmenschen tun zu können. Es macht mir Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen zu teilen, deswegen bin ich Lehrerin geworden. Aber die Gesellschaft verändert sich so rasant, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich nach 10 oder 20 Jahren noch im Lehrerberuf bleibe oder vielleicht in eine andere Branche einsteige, wo ich meine neu entdeckten Fähigkeiten einsetzen kann. Wer weiß? Unglücklicherweise messen viele ihren eigenen Erfolg, indem sie ihn mit dem der anderen vergleichen. Willst du auch reich, schön und mächtig wie die Prominenten da draußen sein? Viele werden schnell neidisch, wenn sie sehen, dass andere Menschen zum Beispiel ein schöneres Haus, ein teures Auto oder einen besseren Job an sie haben. Aber weißt du, was sie aufgeben mussten, um ihren Erfolg zu haben? Hinter geschlossenen Türen muss jeder mit Trauma, Ängsten und anderen Schwierigkeiten umgehen. Anstatt dich mit anderen zu vergleichen, denen es besser als dir geht, denk an die Leute, die kein Zuhause haben, krank sind oder in Armut leben. So schätzt du, was du gerade hast, anstatt dir selber Leid zu tun. Egal wie viel du im Leben erreichst, du wirst immer unglücklich sein,
wenn du dich nur darauf konzentrierst, was du nicht hast. Stattdessen verbringe jeden Tag mit etwas, das du schätzt. Erfolgreich zu sein bedeutet, dich zu mögen, was du tust und zu mögen, wie du es tust. Was bedeutet Erfolg für dich? Was macht dich glücklich? Schreib mir deine Antworten in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Abonniere meinen YouTube-Kanal, um keines meiner neuen Videos zu verpassen. Ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg in deinem Leben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.